Und wir kommen jetzt zu einem Thema, das mit Rostock auch ganz doll in Verbindung steht, Schiffbau. Wir gucken auf eine Kabelkrananlage. Da wurden nämlich 1970 noch die Schiffe in Rostock gebaut. Jung wie die Stadt, wie die Häfen und Werften sind auch die Menschen. Zu den 6000 Beschäftigten der Warner Werft gehört das Jugendkollektiv der Brigade Eichberg. Dreimal Kollektiv der sozialistischen Arbeit, zweimal hervorragendes Jugendkollektiv der DDR. Das sind Auszeichnungen, mit denen außergewöhnliche Leistungen und persönlicher Einsatz anerkannt wurden. Wir beobachteten die Brigade auf dem Vormontageplatz der Warner Werft. Auf dem Traditionsschiff der Frieden haben wir uns mit einem Teil der Brigade Freundschaft und mit Siegfried Eichberg verabredet. Ich freue mich, dass Sie mal hier fernab der Werft, nicht ganz so weit, aber doch ein Stückchen entfernt, kennenlernen. Sie sind ja richtiger Rostocker, nicht? Ich bin richtiger Rostocker. Ich wohne schon seit vielen Jahren in Rostock. Und seit wann arbeiten Sie auf der Werft als Schiffbauer? Seit 1953. Da haben Sie an einer Menge Schiffe mitgearbeitet. Wissen Sie an wie vielen? Ach, ungefähr mögen es über 100 Schiffe sein. Im Einzelnen kann ich die Zahlen heute nicht mehr sagen, aber es sind weit über 100 Schiffe. 1970, da wurden die Schiffe noch unter der Kabelkrananlage gebaut. Heute steht dort eine moderne Schiffbauhalle. Ein Mann neben mir, Siegfried Eichberg, Schiffbaumeister damals, jetzt Rentner. Kribbelt es noch in den Fingern manchmal? Kann man wohl sagen, wer über 40 Jahre lang dort gearbeitet hat, das ist wohl ganz normal. Und wer dann noch miterlebt hat, wie die Werft umgebaut wurde, wie alles erneuert wurde, den kribbelt es tatsächlich noch. Aber meiner Meinung nach ist viel wichtiger, dass heutzutage unsere Kollegen, die noch mit 1250 Leuten dort arbeiten, dass die Arbeitsplätze da erhalten bleiben, dass die Auftragsbücher voll sind. Und das ist viel wichtiger als das Kribbeln bei mir in den Fingern. Und das Rostock und Schiffbau nach wie vor zusammengehört. Genau. Ne? Das Schiff, auf dem wir stehen, haben Sie auch mitgebaut? Da habe ich auch mitgebaut. Und alles noch original? Das ist noch fast original alles. Nur die Farbe ist erneuert worden. Und 1958 wurde das Schiff in Dienst gestellt. Und man erinnert sich gerne daran, dass man hier auch mit dran gebaut hat. Und ist immer noch ein bisschen stolz darauf. Fahren eigentlich noch einige Schiffe, an denen Sie mitgebaut haben, über die Weltmeere? Ja. Und das werden wohl nicht zu wenig sein, denn gestern sprach ich mit einem Kapitän, der selbst auch hier mal auf diesem Schiff erster Offizier war. Und der hat mir bestätigt, dass es noch einige Schiffe gibt, die er ja noch kennt. Und die fahren tatsächlich noch. Er sagt, die Schiffe sind alt, aber die haben eine gute Qualität. Gute Arbeit gewesen. Gute Arbeit gewesen von den Schiffbauern auf der Warner Werft. Herr Eichberg, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren.